Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video unserer kleinen Schiffsserie, die ja bald erstmal fertig ist, wenn wir vor Level 61 dann anhalten müssen, bis ich zu dem Level bin. Aber heute schauen wir uns dann doch noch ein sehr interessantes Schiff an und gleichzeitig übrigens auch mein neuestes Spielzeug. Bevor ich aber über die Kufsompek rede, noch einmal der kleine Hinweis: Wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns dieses schöne Schiff einmal an. Die Kufsompek ist ein seltenes 5-Sterne-Schiff und das ist das seltene klingonische 5-Sterne-Schiff. Sie ist ein Forschungsschiff, das bedeutet, sie ist stark gegen Abfangjäger, schwächer gegen Kampfschiffe. Das kennst du, wenn du mein Video zum Kampfdreieck gesehen hast. Und sie hat eine ganz nette Schiffsfähigkeit. Das ist nämlich die einschüchternde Präsenz. Im Kampf gegen Feinde verringert die Kufsompek den feindlichen Panzerungsdurchbruch, Schilddurchbruch und die Treffsicherheit um 12% in den ersten 5 Kampfrunden. Wäre natürlich schön, wenn das den ganzen Kampf durch funktioniert, aber ich nehme es auch für die ersten 5 Runden. Ich versuche ja bei vielen Feinden, die so schnell wie möglich zu erledigen. Und da ist auch ein Bonus in den ersten 5 Runden wirklich nett. Sie kann noch 2 weitere Fähigkeiten haben. Das eine ist die Tarnung, wie bei es natürlich klingonische Schiffe, die haben ja so gut wie alle eine Tarnung. Und die muss ich noch freischalten über den Fraktionsshop. Und den unerbittlichen Angriff, den gibt es allerdings auf dem Level nicht mehr gratis in der Waffenkammer. Deswegen werde ich den wahrscheinlich eher nicht bekommen für das Schiff, aber das macht auch keinen großen Unterschied. Denn die Kufsompek macht schon so richtig schön Schaden. Also wenn ich das vergleiche mit meiner Corvus, die ich davor als Forschungsschiff hatte, ein Level drunter bei den ungewöhnlichen, ja, ist das schon eine ganz schöne Steigerung mit der Kufsompek. Du willst natürlich garantiert wissen, wo man sie herbekommt. Und dafür müssen wir mal wieder zu den Fraktionsshops hingehen und in dem Fall zu den Klingonen. Du musst Pionier, glaube ich, sein, um sie zu bekommen. Und dann findest du sie hier im Fraktionsshop. Ich kann mir das nie merken mit den Stufen, aber die stehen ja immer dran. Wenn du solche Schiffe dann in Grau hier hast, wie bei mir noch die Rotaran, da steht ja immer drunter, wann es freigeschaltet wird. Und das steht ja dann bei dir dann auch im Fraktionsshop. Du brauchst allerdings eine Schiffswerft Level 56, um sie zu bauen. Ohne geht's auf keinen Fall. Du brauchst 350 Baupläne, das ist wie bei den 4-Sterne-Schiffen. Und ein Bauplan kostet 3000 klingonische Credits. Ist also schon ein bisschen teurer, das Schiffchen. Aber im Fall der 5-Sterne-Schiffe sage ich das etwas anders als bei den 4-Sterne-Schiffen. Bei den 4-Sterne-Schiffen habe ich ja gesagt, hol dir die ungewöhnlichen, hol dir maximal ein seltenes und lass die Finger von den epischen. Aber jetzt bei den 50er-Levels, wenn du jetzt nicht wie ich ein bisschen übertreibst, weil ich in die 61-Plus-Level kommen muss, um da Videos zuzumachen, weil das ganz neue Level in diesem Spiel sind, die habe ich auch noch nicht gespielt, weil auf meinen vorherigen Server gab es diese Level noch gar nicht. Dann lässt du dir aber normalerweise in den 50ern ein bisschen Zeit. Und dann kann man natürlich die 5-Sterne-Schiffe schon ein bisschen mehr ausnutzen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen mehr Gas geben für die Videos, aber wenn du dir mehr Zeit lässt, kannst du auch mehr von den Schiffen bauen. Und ich werde es auch müssen. Die Kufsompek gibt es nämlich leider nicht mehr im Außenteam-Shop. Denn wenn wir da einmal ganz kurz noch hingehen, wo du ja früher immer Baupläne auch für andere Schiffe zumindest teilweise bekommen konntest. Wenn wir da jetzt reinschauen, ich kann mehrere 5-Sterne-Schiffe bauen, aber du wirst hier in der Liste keins finden. Denn nur bis zu den 4-Sterne-Schiffen sind die hier im Außenteam-Shop. Und das heißt, wenn du bei 5 Sterne angekommen bist, also ab der Nova, kannst du deine Außenteam-Credits hier benutzen, um Schiffe von früher, die du ausgelassen hast, so nach und nach dir zu besorgen, um deine Schiffssammlung mal zu vervollständigen, wenn du so ein Sammler bist wie ich. Aber du wirst ja keine Teile für 5-Sterne-Schiffe bekommen. Es gibt ein paar Kufsompek-Teile über Missionen,
Es gibt ein paar klingonische Missionen, da kriegst du ein paar davon, aber deine Hauptquelle wird dann tatsächlich der Fraktionsshop sein. Und wir können ja mal eben in meine reinschauen. Ich habe meine Schiffe schon vorbereitet. Wir haben gleich noch eine Gebietsverteidigung. Da muss ich natürlich meine besten Schiffe schicken. Die Kuf Sombek ist wirklich ein schönes Schiff. Auch von dem Schaden, den sie macht und so weiter. Aber sie hat halt einen riesen Nachteil, den du auch auf diesem Bild siehst. Sie ist ein Forschungsschiff. Und Forschungsschiffe brauchen zum Upgraden einen Haufen Gas. Das siehst du jetzt auch bei mir wieder. Sie ist noch Stufe 1. Für das nächste brauche ich jetzt zwar nur ungewöhnliches Gas, aber da fehlt mir auch immer noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Ich muss das auf Stufe 2 bringen, damit ich meine verbotene Technologie benutzen kann auf dem Schiff. Aber die Kuf Sombek werde ich wohl nicht besonders upgraden können, weil ich sehr viel Gas für Gebäude brauche, weil die ganzen Labore und so brauchen Gas. Und ich muss, wie gesagt, noch ein bisschen weiter klettern, um Videos über ganz neue Sachen in diesem Spiel zu machen. Und dazu muss ich sie auch erstmal haben und ausprobieren. Und das bedeutet aber, dass ich die Kuf Sombek nicht groß upgraden kann. Das gleiche galt ja schon für die Corvus, die hätte ich viel lieber benutzt. Aber auch die ist ein Forschungsschiff bei den 4-Sterne-Schiffen und bringt das gleiche Problem mit sich. Ungewöhnlichen Schiffen, nicht 4-Sterne, bei den ungewöhnlichen Schiffen. Deswegen habe ich mich da dann für die Northcutt entschieden, als das Schiff, womit ich am meisten mache. Und das wird hier bei den seltenen Schiffen genauso sein. Ich arbeite jetzt dran, genug Föderationscredits zusammenzukriegen, damit ich die Crozier kriege, weil ein Forschungsschiff hoch zu leveln und gleichzeitig die Station ist halt ein Riesenproblem. Ansonsten ist die Kuf Sombek so ein schönes Schiff, auch von dem von den Kampfstärken und so weiter, die ich bis jetzt gesehen habe, dass es sehr schade ist, aber ich werde mich nicht auf die Kuf Sombek konzentrieren können. Aber gerade zu dem Thema interessiert es mich dann von anderen erfahrenen Spielern, die eben auch schon in diesem Levelbereich sind. Hast du trotzdem da sozusagen das auf dich genommen und die Kuf Sombek zu deinem Hauptschiff gemacht für eine Weile? Oder hast du dich dann auch für eins der anderen entschieden? Das wäre auch für mich mal sehr interessant. Aber auch wenn du ganz allgemein Videowünsche hast oder Fragen zum Spiel allgemein, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.